Bentley Ultratank. Autos des britischen Autoherstellers Bentley sind an sich schon ein Traum vieler Autofans. Und wer hätte sich gedacht, dass bereits perfekte Fahrzeuge noch interessanter gestaltet werden können? Ein Team aus St. Petersburg nahm einen Bentley Continental GT und ersetzte die Räder durch Raupenplattformen. So entstand ein Luxusfahrzeug, das den Geländebedingungen standhält. Die Arbeit hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Allein die Arbeit am Chassis, das von Grund auf neu gebaut wurde, dauerte etwa 6 Monate. Die Türen wurden komplett entfernt. Um die Wartung zu erleichtern und den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, wurde der Motor durch einen 6 Liter W12 von Toyota ersetzt. Es ist bemerkenswert, dass der Bentley Ultratank im Jahr 2019 inoffiziell zum schnellsten Raupenfahrzeug der Welt gekürt wurde, als es eine Geschwindigkeit von 123 Stundenkilometer erreichte. Der Hamster. Dies ist ein weiteres Fahrzeug, das von einer einzelnen Person gebaut wurde. Der Hamster ist ein kompakter Mini-Geländewagen, das von einem Mechaniker der russischen Firma X-Road entwickelt wurde. Er arbeitete an dem Projekt in seiner Freizeit. Das Ergebnis ist ein einspuriges, kompaktes Fahrzeug, das im gemäßigten Gelände fahren kann. Aufgrund seiner geringen Größe kann es im Wagenkasten transportiert werden, sodass Fischer, Jäger und Outdoor-Enthusiasten möglicherweise davon profitieren können. Der Hamster wird seinen Fahrer dorthin bringen, wo ein normales Auto nicht durchkommt. Als Startvorrichtung dient ein Knopf seitlich am Gehäuse. Der Motor kommt von einem chinesischen Roller und hat ein Volumen von 150 Kubikzentimetern. . 2021 Maverick X3 XRS. Das Hauptmerkmal dieses Geländewagens ist die aktive Aufhängung Smart Shocks. Sie passt sich automatisch an verschiedene Straßenabschnitte an. So bleiben die Räder während der gesamten Fahrt in Kontakt mit der Oberfläche. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Beschleunigungs- und Bremsdynamik aus. Das Auto rutscht viel weniger. Dem Fahrer stehen 3 Aufhängungsmodi zur Auswahl. Der Modus Komfort absorbiert die Unebenheiten auf der Straße und bietet ein hohes Maß an Komfort. Sport Plus ermöglicht es, die größtmögliche Geschwindigkeit zu entwickeln, geht mit dem Fahrer aber nicht sehr sorgsam um. Der Modus Sport ist etwas dazwischen. Er kombiniert hohe Geschwindigkeiten und relativen Komfort. Das Fahrzeug wird von einem Dreizylindermotor mit 195 PS angetrieben. Taurus Praetorian. Auch viel größere Fahrzeuge können Geländequalitäten aufweisen. Der Bus Praetorian der tschechischen Firma Taurus ist eine weitere Bestätigung dafür. Die Entwickler behaupten, dies sei der erste und bislang einzige Hochleistungsbus dieser Art weltweit. Zu den bemerkenswertesten Merkmalen gehören ein 7-Liter-Motor mit 240 PS und ein halbautomatisches Tipmatic-Getriebe. Die Rumpfbeschichtung besteht aus Verbundwerkstoffen, die das Gewicht reduzieren und die Korrosionsbeständigkeit erhöhen. Die Offroad-Qualitäten werden durch Bodenfreiheiten von bis zu 40 cm verbessert. Das Innere ist für 35 Passagiere ausgelegt. Der Bus bereitet sich gerade auf einen Serienstart vor. Das Unternehmen hat bereits viele Kaufangebote aus Ländern erhalten, die auf Naturtourismus spezialisiert sind. Pelec-Transporter. Dies ist ein weiterer erstaunlicher und sehr ungewöhnlicher Geländewagen, der in Russland von der Firma Northern Technopark gebaut wurde. Der Pelec-Transporter ist jedoch nicht nur ein Geländewagen, sondern ein einzigartiges Flaggschiff der Familie der amphibischen Schnee- und Sumpffahrzeuge. Es eignet sich für Outdoor-Fans, da es mehrere Fahrzeugarten kombiniert. Zum Beispiel kann der Pelec-Transporter in eine Schneefräse, ein Bulldozer, ein Rettungsboot oder sogar eine mobile Bohranlage verwandelt werden. Und natürlich ist er bei Rettungseinsätzen in schwer zugänglichen Bereichen unverzichtbar. Der Gepäckraum bietet ein Volumen von 1090 Litern, was viele zusätzliche Möglichkeiten bietet.
Es stehen zwei Motoren zur Auswahl. Ein Benzinvolumen von 993 Kubikzentimetern und ein Dieselmotor von 1123 Kubikzentimetern. Die empfohlene Geschwindigkeit an Land beträgt 50 Stundenkilometer. Auf Wasser bewegt sich das Gefährt mit bis zu 6 km/h. Chatoon. Das folgende Fahrzeug hat seinen Namen nicht zufällig erhalten. Als Chatoon werden im Russischen Bären bezeichnet, die keinen Winterschlaf haben und auch bei kaltem Wetter aktiv bleiben. Die Entwickler dieses Geländewagens wollten das Fahrzeug mit dem Temperament eines echten Bären ausstatten. Das Gefährt hat eine Kapazität von 44 PS, eine Bodenfreiheit von 68 cm und kann Güter mit bis zu 1 Tonne Gewicht transportieren. Die einzigartige Struktur des Rumpfes ermöglicht es, unübertroffene Geländefähigkeiten zu demonstrieren. Der Rahmen ist in zwei Teile geteilt, die in einem Winkel von bis zu 35 Grad verschoben werden können. Damit bleibt der Chatoon geräumig und groß und überwindet alle Hindernisse unterwegs. KAMAZ 43509. Sicher wissen die meisten von euch, dass KAMAZ-LKWs große Lastwagen sind, die in der Baubranche eingesetzt werden. Doch der KAMAZ 43509 hat weder mit einer Baustelle noch mit dem Steinbruch etwas gemeinsam. Das Fahrzeug wurde für die Rallye Dakar entwickelt, bei der es mit schwierigen Geländebedingungen zu kämpfen hat. Von Sanddünen über Salzwiesen bis hin zu hartem felsigen Boden. Ein 6-Zylinder-Motor mit einem Volumen von 12,9 Litern und einer Kapazität von 1050 PS helfen dem Fahrzeug, alle Probleme zu bekämpfen. Kein Wunder also, dass der riesige LKW Geschwindigkeiten von bis zu 163 Stundenkilometer erreichen kann. Mightymoq Explorer XPR 440. Nicht jedes Fahrzeug kann in abgelegene, schwer erreichbare Gebiete gelangen. Noch weniger Fahrzeuge bieten ein optimales Maß an Komfort. Doch der Mightymoq Explorer XPR 440 der US-Firma Earth Cruiser weist all diese Eigenschaften auf. Der Camper wird auf den Unimog 430 von Mercedes-Benz befestigt. Der Frachtraum wurde durch einen Wohnblock ersetzt. Im Inneren gibt es eine Dusche und WC, eine Küche mit Kühlschrank und sogar ein Queen-Size-Bett. Darüber hinaus gibt es eine Zentralheizung und eine Solaranlage auf dem Dach, die alle Geräte im Wohnbereich mit Strom versorgt. Die Leistung des 6-Liter Vortec V8 Benzinmotors beträgt 297 PS. Terrain Hopper. Dies ist ein Geländefahrzeug, das sich grundlegend von dem unterscheidet, was wir heute bereits gezeigt haben. Schon allein deshalb, weil der Terrain Hopper ein Offroad-Rollstuhl ist, mit dem Menschen mit Behinderungen einen aktiven Lebensstil führen können. Der Rahmen um den Sitz soll den Fahrer vor Kollisionen schützen. Das Fahrzeug ist mit einem Hebemechanismus ausgestattet, um den Zugang ins Innere zu erleichtern. Der Sitz dreht sich um 90 Grad. Die Steuerung erfolgt mit Hilfe des Lenkrades. Der Elektromotor des Terrain Hopper ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 19 Stundenkilometern. Die Einzelradaufhängung, die für den Fahrkomfort sorgt, ist sogar unterwegs einstellbar. Segway Dirt E-Bike. Das letzte Fahrzeug für heute ist ein neues Elektromotorrad für den Offroad-Bereich von Segway. Es ist einfach zu bedienen, erfordert keine teure Wartung, zeigt aber eine tolle Geländefähigkeit. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 75 Stundenkilometer. Die Gangreserve beträgt 120 Kilometer. Von 0 auf 50 Stundenkilometer geht es in nur 4 Sekunden. Der maximale Aufsteigswinkel beträgt 45 Grad. Das geringe Gewicht von 55 Kilogramm vereinfacht die Aufbewahrung sowie den Transport. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime,
Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.